Grüße zu Ihrem Aufzug. Morgen in Nachmittag hier in Stuttgart. Wir müssen Sie aber noch darauf hinweisen, dass während der Sammlungsphase zum Aufzug und während des Aufzugs die Auflage besteht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies ist absolute Bedingung für Ihren Aufzug. Ohne dass alle Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, können wir Ihren Aufzug leider nicht starten lassen. Und jeder, der sich dieser Auflage widersetzt, müssen wir ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn einleiten. Wir bitten Sie, unterstützen Sie Ihren Versammlungsleiter, tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, dass dieser Aufzug und die Versammlung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Dankeschön. Und schon gar nicht im Freien. Vor allem unsere Kinder werden stundenlang damit in der Schule gequält. Eine Schikane ist das. Es wurde bis jetzt, nur gelabert, was das Aufstellen der Filter in den Klassenräumen angeht. Was ist vielerorts passiert? Nichts! Nur testen, nur testen! Berichtet doch einfach darüber, ZDF! Denn das ist ein Totalversagen der Politiker! Egal! Dann sollen die Kinder, wenn es kalt in den Klassenzimmern ist, doch einfach Kniebeugen machen und in die Hände klatschen! In der ganzen Welt gehen immer mehr Menschen gegen die Maßnahmen und die Impfpflicht auf die Straße. Und es werden immer mehr. Warum berichtet ihr nicht darüber? Kommt endlich eurer Pflicht über wahrheitsgemäße und neutrale Berichterstattung nach. Oder dürft ihr das nicht? Das beste Beispiel ist gerade Kanada, wo die tausenden Truckerfahrer Ottawa fast lahmgelegt haben. Zeigt doch in eurem Kanal Bilder und berichtet ausführlich darüber und klärt die Menschen hier in Deutschland darüber auf. Es reicht schon bei euch,
mit einer Randnotiz, wo die Mainstream die Teilnehmerzahlen auf ein paar hundert reduziert. Halt Fréming so wie immer! Informier dich bitte richtig.